Hallo, ich bin's wieder. Da schwimmen sie in meinem 54-Liter-Becken. Das sind die Kleinen. Die habe ich aus dem 125er hinterm Filter befreit, was ein bisschen schwierig war, weil er fest eingeklebt ist. Ich habe sie mit dem Schlauch abgesaugt. Dürfte eigentlich nicht passieren. Ist aber leider so. Wie ihr sehen könnt, habe ich orangene, durchsichtige, sage ich jetzt mal, und welche mit schwarzem Hinterteil dabei. Ich denke mal, die dunklen und die durchsichtigen sind Mollys und der Rest sind von meinen Schwertträgern Babys. Von der Größe her könnt ihr sehen, dass es verschiedene Altersklassen sind. Die mit dem dunklen Schwanz sind die älteren, gehe ich mal schwer von aus. Einige haben auch nicht so zu fressen bekommen hinterm Filter und deswegen sind sie vielleicht so klein geblieben. Ich zermörsere das Futter im Moment ganz klein und wollte mir jetzt Babyfutter holen, weil die dicken Flocken sonst auf dem Grund von dem Babybecken, von dem Laichkasten sacken und das anfängt nachher das Gammeln. Ins Große möchte ich sie jetzt noch nicht umsetzen, also in dieses Babybecken, wegen dem Filter. Ich habe Angst, dass sie dann auch durchgehen. Man sieht es. Na, und Wasserwechsel habe ich jetzt nur 10%, also was heißt 10% gemacht. Ja, kann man so sagen, also ein Teil Wasserwechsel weniger durchgeführt, weil ich denen nicht zu viel Stress zumuten wollte. Pflanzen haben sich gut entwickelt. So wie ich das sehe, habe auch gar nicht oder ganz, ganz wenig Algenbildung. Hier ist ein größerer im Schwimmen, da ist er. Das war der erste, die habe ich auch umgesetzt. Drei waren es, einer ist verschütt, den haben sie wahrscheinlich gefressen, aber der war immer schon so schüchtern. Und von dieser Größe habe ich zwei im Becken. Wenn die Größe erreicht haben, werde ich sie abgeben, weil ein 54-Liter-Becken für Mollys eigentlich nicht so geeignet ist. Und für Schwertträger schon mal gar nicht, weil die Fische später zu groß werden. Also das soll mehr so ein Baby-Übergangsbecken sein. Hier ist noch eine Tablette für die Wälze. Sollte man reintun, wenn es dunkel ist, weil sonst die Mollys dran gehen und werden zu dick. Aber heute haben sie wohl nicht so einen Appetit. Auf dem Stein da liegt noch ein Antennenwels. Ob es ein Männchen oder Weibchen wird, kann ich nicht sagen, weil sie auch noch relativ jung sind. Ja, mein Hund im Hintergrund macht natürlich auch ein bisschen Knurrgeräusche. Der will nämlich jetzt rausgehen. Und ich habe den Deckel auf, weil wir im Moment sehr warm draußen haben und das Becken jetzt 26 Grad hat. Normalerweise hat es 24, dass die Wärme entweichen kann. Ich habe natürlich keine Fische oder Schnecken drin, die sich fertilisieren oder halt springen können. Deswegen kann man das machen. Ansonsten kann man das mit einem Fliegennetz abdichten, dass die Tiere nicht rauskrabbeln, zum Beispiel die Rennschnecken oder andere Schneckenarten und elendig verenden hinterm Aquarium, wenn sie hinterfallen. Also man will ja die Tiere nicht quälen. Falls es noch heißer wie 26 Grad wird, das Wasser, kann man es mit Kühlpads ein bisschen runterkühlen oder einen Wechsel vom Wasser machen, mit kaltem Wasser wieder zugeben. Da hinten ist ein Panda-Wels, links neben meiner runden Kugel, wo ich überlege, ob ich die, da ist noch eine, ob ich sie rausnehme, weil das sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht ist so eine Röhre ein bisschen besser. Also die Optik muss ja auch ein bisschen stimmen. Aber wie ich sagte, Optik ist nicht alles. Da hinten ist ja noch einer und am Thermometer ein Antennenwels. Habe ich zwei von drin. Im Moment läuft das Becken, glaube ich, 4 Wochen, wenn ich mich nicht irre. Ist noch in der Einlaufphase. Wasserwerte kontrolliere ich regelmäßig, sind alle top. Obwohl ich ja Steine aus dem Bachlauf drin habe, die ich abgekocht habe. Ja, und ich bin eigentlich ganz zufrieden, wenn es so bleibt. Schwimmpflanzen vermehren sich auch, obwohl die nicht so das Licht bekommen. Ich bin am Überlegen, vielleicht hat einer einen Tipp, warum die so dunkel werden. Ich denke, es liegt am Licht, weil das der Wasserstand sehr hoch ist. Und es ist hier, ich mache mal oben drüber, nur so eine Leiste. So sieht es von oben aus. Um nochmal auf den Heizstab zu kommen, wo letztes Mal in meinem Video schon eine Frage gestellt worden ist. Es ist keine Abmessung da mit Minimum und Maximum. Die kann wohl unter Wasser sein. Ziehe ich sie höher raus, kriege ich die Abdeckung nicht mehr drauf. Das sind meine Schwimmpflanzen, die sich wahnsinnig vermehren. Von oben sehen sie ein bisschen grüner aus.
Weiß ich auch nicht, gedüngt habe ich nicht, möchte ich eigentlich auch erstmal noch nicht tun. Und das ist das Babybecken. Bei diesem Becken saugt es sich nicht an der Wand an. In dem großen hing es da. Ich möchte aber auch nicht groß züchten, weil es sind jetzt, glaube ich, 15 Tiere drin. Und ich muss sie auch irgendwo lassen. Und man muss auch erstmal einen Abnehmer für finden. Ein, zwei werde ich behalten. Den Rest werde ich wahrscheinlich verschenken, wenn sie die gewisse Größe haben. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern. Muss ich mal schauen. Weil so ein Molly, glaube ich, 40 Stück bekommt. Und was will man mit so vielen Fischen? Es ist eine Überbevölkerung. Also man sollte sich, wenn man züchten will, vorher Gedanken machen, wo man die Tiere lässt. Man kann die nicht einfach in eine freie Natur aussetzen, das ist die Quälerei. Das macht man als Aquarianer nicht. Manche Aquaristikläden oder Geschäfte nehmen die an, da kriegt man nicht viel für. Aber man will ja auch nicht sich daran bereichern, sondern man möchte, dass die Tiere in ein neues, schönes Zuhause kommen. Natürlich am Anfang immer interessant, wenn man die ersten Babyfische hat. Ich hätte sie jetzt auch hinterm Filter sitzen lassen können. Aber das wollte ich dann doch nicht, ich habe es versucht, weil ich wollte aber auch nicht so viel Stress für die großen Tiere im anderen Becken haben und habe gedacht, wer reingeht durch den Schlauch, der kommt rein, habe sie praktisch angesaugt. Ja, und die beiden anderen, die größeren, die hier drin rumschwimmen, habe ich umgesetzt, das sind die beiden, die übergeblieben sind von dem ganzen Wurf. Also die Natur findet schon seinen Weg, das ist nicht überbevölkert. Natürlich am Anfang interessant. Gerade wenn man verschiedene Arten hat. Aber ich werde jetzt einfach drin lassen im großen Becken und was kommt und durchkommt, kommt durch. Wie ich sagte, man soll so wenig Stress wie möglich machen, sonst hat man nachher noch die Weißpünktchenkrankheit oder andere Sachen. Ja, und die lasse ich noch ein bisschen, bis sie nicht mehr durch den Filter gehen. Und dann werde ich sie auch umsetzen in dieses Becken, ohne Laichkasten. Ja. Ich glaube, eine Schnecke habe ich auch. Mal gucken, ob ich sie finde. Ein paar Schnecken ist ja ganz okay. Wiederum vermehren die sich ja wie verrückt. Außer wenn man welche nimmt, die sich nicht so schnell vermehren wie die Rennschnecke. Also die Zebra-Rennschnecke. Obwohl die hat da auch schon Eier abgelegt im anderen Becken. Ich werde mal, wenn ich es schaffe, weil das Becken steht bei uns im Büro, mal ein Video von meinem 125-Liter-Becken einstellen. Wenn es euch gefallen hat, weiter mich zu verfolgen oder sagen wir mal zu beobachten, was aus meinen Becken so wird. Mittlerweile sind es drei, wenn man mit einem anfängt. Das dritte ist noch nicht in Betrieb, das soll ein Garnelenbecken werden. Werde ich die Tage machen, werde auch ein Video drüber bringen, bis meine Erfahrungen so als Garnelenlaie werden. Werde mich auch vorher noch ein bisschen erkundigen, weil jeder Zooladen erzählt einem ja was anderes, sind meistens ja auch nicht so die Fachkräfte vertreten da. Man kann ja auch nicht alles wissen. Ich will jetzt die Verkäufer da nicht schlecht machen. Ja, und ich sammle meine eigenen Erfahrungen. Vielleicht hilft es euch, von einem Laien in Anführungsstrichen mal zu hören, wie sich alles so entwickelt. Nur wie ich sagte, zu viel sollte man am Becken nicht mehr rumhantieren, wenn man Tiere drin hat, weil Stress ist Gift. Stress bringt Krankheiten und nur das Nötigste. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Es wäre schön, wenn ihr ein Like da lasst oder mir folgen würdet. Bis zum nächsten Video. Eure Sandra. Tschüss.